Hallo, guten Morgen gewünscht, ne? Ich muss das einfach sagen. Vielleicht werden ein paar verstehen, was ich damit meine an sich. Ist egal, ist egal. Das ist eine Begrüßung, meine ich. Wir sind wieder hier bei Mario Kart 8. Deluxe Online, wie auch immer, sind wir am Start. Und es geht ein bisschen weiter, ne? Ich werde euch wieder ein bisschen zulabern. Wieder hier die krassen Monologe halten. Bin ich hier im letzten Part ganz klar Erster geworden, richtig gut gespielt. Natürlich immer so gut. Aber nee. Wo ich stehen geblieben bin, was kommt jetzt hier eigentlich, ne? Also ich würde gern immer mal wieder dieses, ja, das ist ein bisschen casual. Es geht natürlich immer mal so ein bisschen zwischendurch gut, ne? So ein bisschen Mario Kart machen. Ich weiß noch nicht. Eventuell, ne, vielleicht zur Abwechslung könnte man auch andere Online-Spiele machen. Aber dann ist wieder die Sache, ich spiele ja auch nichts, ne? Ich spiele ja auch wirklich gar nichts. Könnte noch ein bisschen schlechtes Fortnite-Gameplay, könnte ich bieten. Ansonsten spiele ich ja wirklich nicht so richtig Online-Spiele. Oder dann spiele ich auch nicht aktiv, aber ich hatte 2020 so eine. 2018 hatte ich so eine Zeit, wo ich Fortnite sehr intensiv gespielt habe. Und ich meine, das ist ja wie Fahrradfahren, so ganz verlernt man es nicht. Ich war auch niemand, der so wirklich gebaut hat. Also ich war sowieso immer so ein bisschen ernst und casual. Ich spiele natürlich auch die Switch-Version, habe ich immer prima gespielt, ne? War Nintendo Fanboy. Aber ja, ne, wie ich schon im letzten Part angeschnitten habe, nicht mal das neue Zelda durchgespielt. An der Stelle auch tief gefallen. Immerhin den Xenoblade 3 DLC und natürlich Xenoblade 3 habe ich natürlich durchgespielt und so. Ja, das läuft noch, aber da sieht nicht mal das neue Zelda-Spiel, das ist schon Frevelein. Ne? Das ist ja, das ist auch an der Stelle wirklich, da ist Mobbing schon gerechtfertigt. Also könnt mich ruhig mobben, das ist okay. Es ist sogar notwendig, ne? Ja, ne, mal gucken, wann ich das spiele. Brauche ich halt auch viel Zeit. Denn der Punkt ist auch, ich habe ja auch Studium angeschnitten. Und ganz kann ich mir das auch nicht erlauben, dass ich hier mache, was ich will. Ich nehme das natürlich schon ernst, ne? Aus mir soll ja was werden. Ich will es ja mal so langsam zu was bringen. Eigentlich möchte ich es ziemlich gemütlich haben, bin ich ganz ehrlich. Aber an sich soll natürlich vorwärts gehen, ganz klar. Und ich nehme das im Studium grundsätzlich schon ernst. Ich koste natürlich auch viel und verschwende meine Zeit, aber ich erlaube mir halt, ich bin halt so jemand, ich erlaube mir dann auch nicht Spaß zu haben in der Zeit. Ne? Das geht nicht. Ist egal, ob da prokrastiniert wird, aber Spaß darf nicht gehabt werden. Deswegen weiß ich auch noch nicht, wie das dann unter den Semester wird, ob ich mir das dann erlaube, so Videos jetzt zu machen. Wäre einfach schon wieder Erster. Das ist ja krass, ne? Bester Spieler. So hätte das eigentlich, was soll das im letzten Part anfangen sollen, ne? Natürlich schon gleich alle weggeguckt, weil ich so schlecht gespielt habe. Ja, nee, dann gehen wir zur nächsten Strecke. Ah, stressig, Leute. Aber jeder hat das, was ich gerade eben erklärt habe, dass sich dann, ne, dass man prokrastiniert, wenn man sich auch nichts gönnt. So. Ich glaube, das ist ein Phänomen, das geht tatsächlich vielen so. Gibt auch immer so die Leute, die juckt das alles gar nicht, ne? Können alles auf den letzten Drücker machen und fühlt sich ja halt kein bisschen schlecht dabei. Nicht, dass man nicht mal was auf den letzten Drücker macht. Ich denke, das geht schon allen so. Aber ich bin dann eher die Fraktion, der es dann richtig schlecht dabei geht, die gar nicht klarkommt. Aber man hat es natürlich trotzdem. Man hat auch gar keinen Bock, ne? Man hat auch keinen Bock auf den Scheiß, den man machen muss. Weil einmal, wenn man die machen muss, hat man keinen Bock drauf. So einer bin ich auch. Weil ich muss, ne? Will ich nicht mehr. Wenn es freiwillig ist, wenn ich es quasi freiwillig machen kann, ne? Dann mache ich alles und noch mehr. Wenn ich muss, mache ich gar nichts. So einer bin ich leider. Ja, aber deswegen, ich weiß noch nicht, wie das unterm Semester wird. Da sehe ich mich halt ehrlich gesagt auch nicht, hier großartig Gaming-Videos aufzunehmen. Vielleicht mal so ein Mario Kart-Video, aber da müsste ich ja meine Capture-Karte und alles mitnehmen. Und habe ich eigentlich auch keinen Bock drauf, ne? Also Mikrofon nehme ich auf keinen Fall mit. Capture-Karte könnte ich machen. Ich könnte natürlich, also ich habe ein MacBook. Und das hat ein recht gutes Mikro, ist jetzt nicht so gut wie das Mikro hier, aber zur Not könnte man damit arbeiten, aber keine Ahnung. Kann halt auch gut sein, dass ich unter dem Semester gar nichts mache. Dementsprechend weiß ich noch nicht, was ich jetzt hier alles starte. Das hier wirkt eigentlich wie ein No-Brainer, weil das sind so Evergreen-Videos. Kann man sich auch nochmal, weiß ich nicht, in einem halben Jahr angucken, wenn man sie nicht gleich geguckt hat oder so. Und wenn hier mal irgendwie ein halbes Jahr nichts kommt, dann geht die Welt auch nicht unter. Weil das ja jetzt nicht irgendwie Story-Let's Play oder irgendwas, wo man jetzt unbedingt wissen will, wie es weitergeht oder so. Von dem her dachte ich, das wäre jetzt eigentlich eine gute Idee. Vielleicht mache ich, ich will jetzt auch nichts ankündigen, aber vielleicht schaffe ich noch irgendwie ein kurzes Spiel durchzuspielen. Das wäre cool, wenn ich da mal so ein abgeschlossenes neues Projekt hätte. Aber ich gehe jetzt auch nicht hier so tryhard darauf, also
Das ist jetzt nicht ich, so das, was ich derzeit studiere, was ich lerne, das ist so mein Main-Ding. Ne? Also so dieses, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Weil ich mache das ja schon eher aus Arbeitszwecken und weniger als wegen der Sache an sich. Also ich meine, jetzt, die Sache an sich macht mir natürlich auch Spaß, die Kunst an sich macht mir auch Spaß, aber ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt so als Kunst betiteln würde. Aber da kommen wir ja gleich mal beim nächsten Rennen dazu. Vielleicht kann ich hier noch was reißen. Hier erstmal versuchen. Oh, könnte sogar ein halbwegs guter Platz, könnte theoretisch könnte drin sein. Fünfter, ja. Okay, wir sehen uns gleich. So, was mache ich denn jetzt überhaupt alles, ne? Das ist die Frage. Also so ein ganz wichtiges Anliegen, aber ich will natürlich auch, dass ihr mir natürlich, ne, wenn ihr das möchtet, natürlich nur überall folgt, wo es nur geht. Bis bei den relevanten Profilen, würde ich mal sagen. Deswegen müssen wir jetzt mal reden, was ich denn eigentlich so mache. Und ich denke, das verknüpfen wir einfach mal mit den ganzen Profilen. Also wenn man jetzt hier einmal den YouTube-Account, wo er das höchstwahrscheinlich schaut, er hat so diesen Ad, das ist ja jetzt ein neuer YouTuber, der jetzt so Ad handelt. Das ist der Handle Ad Maximilian Bieber, zusammengeschrieben. 2, ne? Natürlich nur der zweite, ganz klar. Weil ich den ersten noch natürlich auch geschnappt. Beziehungsweise ich habe halt jetzt nicht eins, sondern ich habe einfach nur den Namen. Ich habe auch noch einen zweiten YouTube-Account mit dem Handle einfach nur Maximilian Bieber. Und der Maximilian Bieber 2 Kanal, den wir hier sind. Das ist der, den ich ursprünglich 2013 erstellt habe, wo noch ein paar alte Gaming-Videos von mir sind und so. Ich habe auch viele private natürlich genommen, weil es sowieso nicht fertig war und auch wahrscheinlich nicht gut. Aber ein bisschen was ist online, weil sich das irgendwie interessieren sollte. Da könnt ihr euch ja durchquälen, das funktioniert. Hier dachte ich, mache ich auf jeden Fall so die Gaming-Videos und so ein bisschen auch vielleicht RL-Content oder sowas. Ich weiß halt noch nicht, ne? Ich weiß noch nicht. Ich würde nämlich an sich gerne auch später würde ich gerne Tutorials machen. Ich würde die eigentlich auch gerne hier auf dem Kanal machen. Jetzt ist mir aber natürlich bewusst, dass das halt gar nicht zusammenpasst, ne? Passt hinten und vorne nicht zusammen. Aber das ist mir eigentlich auch so ein bisschen, weiß nicht, ne? Eigentlich ist es mir egal. Also mir persönlich wäre es egal, ne? Aber ich weiß natürlich, dass das so nicht funktioniert, ne? Deswegen weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall der andere YouTube-Account. Da habe ich so meine Arbeit, meine, was ich in 3D mache. Also ich mache 3D, ich mache 2D-Animation, ich mache 3D-Animation und 2D-Animation. 3D mache ich, bin ich eher so ein Generalist, mache ich eigentlich alles. Und ich zeichne halt an sich gerne und würde auch gerne so Zeichentrick-Animation, so Anime-Animation quasi machen. Das sind so die Sachen, die ich mache. Ich mache natürlich auch so ein bisschen, was mache ich denn hier? Schlecht spielen tue ich auch. Videoschnitt und ein bisschen Compositing kann ich auch und will ich auch machen. Also ich bin eigentlich sehr frei aufgestellt, muss man sagen. Und auf dem Account ist wie so eine Galerie, da lade ich quasi so das Videoinhalt, die ich dazu habe, lade ich da hoch halt. Timelapse-Videos, Animationen und sowas. Das könnt ihr euch da angucken, also bei dem Maximilian Bieber normaler Account. So wie hier so die YouTube-Accounts. In der nächsten Strecke reden wir mal über, ja, reden wir weiter drüber. Also nochmal zur Wiederholung, wir hatten den Maximilian Bieber YouTube-Account, da ist so mein Kunstkram, meine Animationen, meine 3D-Sachen, die sind da. Und dann haben wir hier den YouTube-Account, Maximilian Bieber 2, da sind hier die Gaming-Videos. Ja, und quasi der Rest, ne, oder Rest. Theoretisch, weil meine Tutorials, die ich machen würde später, werden halt auch in die Richtung von Animation 3D, was ich halt so da quasi lerne. Deswegen würde es natürlich eigentlich Sinn machen, ich mache die auf einem anderen Kanal. Aber ich will den anderen Kanal eigentlich wie so eine Art Galerie haben. So, das sollen eigentlich nur die so, weiß ich nicht, das sollen quasi nur so Produkte sein. Deswegen, ich weiß noch nicht, wie ich mich dann am Ende dazu entscheide. Es wäre natürlich viel klüger, wenn ich das einfach da machen würde. Aber man ist natürlich auch hin und wieder ein bisschen irrational. Ne? Das kann natürlich schon sein. Also, keine Ahnung. Aber dauert eh noch ein bisschen, bis ich Tutorials mache. Habe ich jetzt in allzu naher Zukunft, habe ich das eigentlich nicht vor. Aber wenn, dann muss das natürlich schon möglichst gut sein. Und dann will ich natürlich auch eine Ahnung haben und so. Ja, mal gucken. Dann haben wir natürlich noch, ne, das kann ja auch sein, dass ihr das auf X guckt. Auf Twitter quasi. Also ich weiß nicht, ne. Ich traue mich noch nicht nur X zu sagen, weil ich dann immer Angst habe, die Leute wissen nicht, was ich meine. Also ich sag vielleicht jetzt am Anfang noch immer noch mal Twitter dazu. Also Twitter-X, ne. Da habe ich im Prinzip eigentlich ein aktives Profil hier. Ja, und da werde ich es wahrscheinlich halt genauso machen. Da wird schon ein bisschen alles kommen, ne. Da wird ein bisschen alles kommen, ich weiß auch noch nicht, ob das so gut ist, ne? Vermutlich nicht.
Aber ich will auch nicht für so. Ich will mich halt breit aufstellen. Ich will eigentlich auch immer so ein bisschen. Also, ich hab gedacht, ich könnte da einfach so ein bisschen drüber. Okay, ich spiele wieder richtig minderwertig. Ein Glück, dieser Villager ist noch schlechter. Also, vielleicht wäre ich nicht letzter, aber naja. Also, ich habe diesen Twitter-Account, der heißt mit dem Handle Maxi Bieber. Also, ich werde das auch verlinken, gell? Ich werde das schon finden. Ich verlinke das. Da kommt so ein bisschen alles, ne? Wenn ich. Ich traue mich nicht so viel zu kommentieren. An sich würde ich eigentlich gern viel Zeug kommentieren, aber die Leute sind immer so intolerant bei, ja, Meinungen, ne? Es gibt ja immer die richtige Meinung, also die Meinung, die man haben darf, und die anderen Meinungen darf man alle nicht haben. Also es gibt oftmals mehrere Meinungen, die man nicht haben darf. Und ja, die Meinung, die man haben darf, ist in der Regel halt auch manchmal, also sowieso, das ist meistens nicht so die Premium-Meinung. Ich habe meistens andere Meinungen, und da wird man natürlich. Da wird man natürlich direkt, ne? Ich traue mich noch nicht so richtig. Eigentlich will ich mich mehr trauen, aber ich kommentiere jetzt halt auch nicht so viel. Und ich bin dann natürlich auch da, so meine Werke, die poste ich da auch. Also, ne, das wäre so der All-in-One-Ort, um alles mitzukriegen von mir. Das ist auch meine Favorite Social Media Seite, Schrägstrich App. Also, das lohnt sich auf jeden Fall, da rein zu gucken. Ansonsten habe ich natürlich Instagram. Ja. Instagram, sind wir stehen geblieben. Da habe ich im Prinzip zwei Accounts, wobei nur einer wirklich relevant ist, nämlich auch der Account, wo ich ja, meine Sachen, meine Arbeit quasi poste. Super. Jetzt weiter so ein persönlicher Account. Den habe ich eigentlich auch nur. Ich bin eigentlich wirklich niemand, der so 1000 Selfies und so was postet, ne? Der überrascht jetzt wahrscheinlich auch keinen. Na, ich habe mir halt doch mal ein Profil gemacht, den sozialen Druck nachzugeben, ne, damit es so aussieht, als hätte ich in Real Life. Oder keiner wetten, dass ich ein Kellerhocker bin. Wobei ich natürlich hier auch im ersten Stock sitze. Ne? So ist nicht. Ex-Keller. Aber ja, ne? Damit es nicht ganz so extrem aussieht, als wäre ich so ein Stubenhocker. Damit der Eindruck entsteht, ich hätte ein Real Life. Ne? Was ich natürlich auch ein kleines bisschen habe ich es ja auch, aber nicht hier. Jetzt nicht die Welt, muss man sagen. Aber ja. Das könnt ihr im Prinzip ignorieren. Ich weiß nicht, ob ich das verlinken werde. Ich werde also die wichtigen Sachen, die mir wichtig sind, wo ich mich über Unterstützung freuen würde, die werde ich verlinken. Wenn ihr das persönliche Instagram-Profil da irgendwie findet oder so, dann ja, könnt ihr machen, was ihr wollt damit. Könnt ihr wollen, könnt ihr lassen, mir egal. Ja, und dann habe ich noch ArtStation und Behance. Das sind so ein bisschen, ja. Mehr so Künstler-Social-Media-Plattformen, wo jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt jeder ein Konto hat. Also, ihr müsst ja jetzt nicht ein Konto machen oder so. Aber die werde ich dann auch mal verlinken. Das ist dann jeweils auch eben meine Arbeit. Nochmal schön, da kann man das ein bisschen besser aufbereiten. Nochmal schöner, ausbereitet als vielleicht jetzt irgendwie auf anderen Plattformen. Aber hier oben, das sind die wichtigen Plattformen. Da würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mich verfolgt. Für diejenigen, die jetzt hier in den Videocontent interessiert sind, da reicht natürlich im Prinzip der YouTube-Account, der zweite. Und. Ja, halt quasi Twitter bzw. X eben. So viel dazu. Ich weiß halt auch noch nicht, wie regelmäßig hier diese Mario Kart 8 Videos kommen werden. Deswegen, ja. Da müsst ihr ja sogar folgen, ne? Weil ich werde euch das buchstäblich nicht ankündigen, richtig unprofessionell, richtig schlecht. Wenn ihr da also up to date bleiben wollt, und das wollt ihr natürlich, ne? Klar. Warum sollte man das auch nicht wollen? Das ist ja das wichtigste Event, das, ja, überhaupt. Ja, dann müsst ihr quasi im Prinzip abonnieren, also tut mir ein bisschen leid. Aber ich habe schon Bock, ne? Sonst würde ich es ja nicht machen, aber ich kann jetzt auch nicht so diese Ultra-Dedication reinstecken. Ich werde mir schon Mühe geben, ich werde auch die Videos ja, versuchen auch nicht zu schneiden und so, mich da so ein bisschen professionell aufzuführen. Halbwegs zumindest, ne? Aber ja, ich denke, ich hoffe, ihr versteht das und wärt da with me, ne? Klar, hier, Englisch. Vielleicht kann ich ja diesmal noch einen guten Platz holen. Aber ja, das ist, glaube ich, nur das Wichtigste, was ich ankündigen wollte. Aber ich denke, wir machen mal noch eine Strecke zum Schluss. So, die wichtigen Sachen haben wir alle abgeklärt. Ich hoffe, ich habe es halbwegs gut kommuniziert. Ich denke, ich kann ganz gut reden, ne? Ich denke, ich kann ganz gut unterhalten. Hier und da noch vielleicht ein bisschen weniger stotternd, flüssiger reden oder so, aber ich denke, das kommt schon alles. So vom. Wenn ich gerade so selbst reflektiere, ne, ich muss das ja später beim Schneiden, muss ich es mir selber angucken, aber jetzt so gerade, während ich so aufnehme, ich denke, ich habe halbwegs gut abgeliefert. Ne? Ich bin ganz zufrieden, glaube ich. Aber das werden wir dann schon sehen. Das könnt ihr dann auch gerne bewerten, natürlich. Ich freue mich natürlich auch immer über
Interaktion, schreibt ruhig ein paar Kommentare. Aktuell bin ich so klein, ich kann buchstäblich auf alles antworten. Von dem her ist eigentlich keine Ausrede. Es sei denn natürlich, es gibt jetzt nicht wirklich eine Antwort her oder so, ne, weil es keinen Sinn macht oder sowas, aber ja. Ich freue mich. Sowieso, wer bis hierher nur zuschaut, der freut mich sehr. Ah ja, also wie gesagt, dieses Gaming-Ding, das soll jetzt nicht das mega große Ding werden. Das wäre ein bisschen nebenbei, würde ich es schon gerne machen, auch weil ich es halt immer als Kind, als ich jünger war, wollte. Und ich habe an sich auch Spaß, ich zocke ja auch gerne. Ich kann auch so ein bisschen, ne, ich bin da so produktiv, ich kann Videocontent erstellen, der sich dann natürlich, hoffentlich auf lange Sicht, natürlich auch ein bisschen für mich finanziell auszahlt. Nicht, dass ich es nur deshalb mache, aber es ist natürlich schon eine große Motivation, ganz klar. Ich hätte gern so ein bisschen Backlog. Und ich will natürlich auch quasi eine Community aufbauen, mit der interagieren, wo ich auch meine Kunstsachen dann später teilen kann. Vielleicht braucht da mal irgendjemand von euch irgendwas, ne? Und vielleicht kann ich das dann ja auch für euch machen. So ein kleines Sümmchen. Also hinsichtlich, ne? Wenn ihr irgendwie vorhabt, der nächste große Spielentwickler zu werden und ihr braucht ein paar 3D-Assets, so, ne? Der Maxi, der kann euch welche machen, ihr seid die Strecke schon vorbei, ist ein Witz. Mach noch eine. Naja, also quasi von wegen, wenn ihr mal irgendwas braucht, ne? Im Zweifel könnt ihr mich in Betracht ziehen, ja? Ja, nicht die ganze Zeit auch so betteln, aber ja, im Prinzip. Ich denke, man versteht, worauf ich hinaus will. Ich will halt so ein bisschen anfangen, das hier aufzubauen, weil ich mich später auch selbstständig machen möchte. Dementsprechend braucht man natürlich auch eine Audience, ne? Den man dann seinen Scheiß andrehen kann. Ja, nee. Also ich hoffe, man versteht, wie ich es meine. Schon irgendwie gierig, aber jetzt auch nicht nur oder so. Naja. Ich muss auch, tatsächlich habe ich gerade einen Auftrag, an dem ich arbeiten muss. Ich kam jetzt frisch aus dem Urlaub. Und heute. Heute Morgen noch in Österreich, jetzt wieder hier in Dummland, Deutschland, wie auch immer. Wie viel immer das jetzt heißt, ne? Wieder hier. Und ich hatte jetzt so viel Schmach, ich hatte auch schon mehr im Urlaub die ganze Zeit Schmach, hab gesagt, nach dem Urlaub mache ich es gleich. Hab jetzt auch heute direkt umgesetzt. Ich weiß noch nicht, wann ich die hochlade, das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern, weil ich eben diesen Auftrag noch machen muss. Im Prinzip kann ich sie noch machen, ne? Ich drücke mich immer auch so vor Aufdrücken. Weil ich immer denke, ja, ich bin immer nicht so weit, ne? Was ist, wenn ich nehme das schon ernst, ne? Ich will das dann auch gut machen. Im Prinzip habe ich hier jetzt auch kaum Geld bekommen und es ist alles chillig, weil es ist ein Kumpel von mir. Ich helfe ihm quasi bei einem Auftrag von ihm. Ich will ihn natürlich trotzdem nicht hängen lassen, so, ne? Ich werde natürlich trotzdem gut abliefern. Also ich muss mich dann morgen die nächsten Tage mal ransetzen. Ich habe noch ein bisschen Zeit, aber ich will natürlich auch nicht auf den letzten Drücker machen. Ich will das schon einigermaßen gewissenhaft machen. Muss ich mal morgen machen. Aber weil man es halt schon wieder machen muss, ne? Weil so ein bisschen Druck da ist, schon wieder gar keinen Bock. Ich würde lieber irgendwas machen, wo ich das nicht habe, ne? Wo ich weder Zeitdruck habe, noch irgendwie den Druck, dass ich jemanden enttäuschen könnte. Aber ja, ich muss damit lernen, umzugehen. Das ist auf jeden Fall Teil der Branche, die ich für mich gewählt habe. Das ist so. Ich wäre gerne in Zukunft jemand, wo quasi man weiß, okay, ne, man sieht den Namen, okay, der hat mitgemacht, ne? Wo man sich denkt, ja, das wird gut, weil halt ist halt an meinem Namen wissen, dass mein Name quasi für Qualität steht, so. Und die dann wissen, ah ja, der hat mitgemacht, das wird gut. Darauf, das wäre so das Ziel, darauf hätte ich Lust irgendwann, dass ich irgendwann so jemand werde. Das wäre schön. Oh ja. Bis dahin, würde ich sagen, könnt ihr euch auf die nächste Folge freuen von Mario Kart 8 Online. Das war's für den zweiten Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen angenehmen, schönen Tag. Alles Gute. Ja, wir sehen uns. Macht's gut.